Liebe Follower, heute begrüße ich euch aus diesem schnörkellosen Badezimmer, um euch zu zeigen, was es heißt, in einer dunklen Arbeiterwohnung zu hausen. Seht her! Mein Teint gleicht einer Crème Brûlée. Ich muss hier raus. Das grenzt an Körperverletzung. Das hier war auf Mauritius. Und hier die Yacht meines Onkels. Ja, ich denke, 3 bis 6 Wochen brauche ich mindestens, um abzuspannen und runterzukommen. Ich werde gleich mal Flüge checken. Na, willst du mit? Wohin? Mit den Burschenschaftsbrüdern ins Spaßbad? Mauritius. Ah, nett. Meine Urlaubstage sind für dieses Jahr aber leider schon aufgebraucht. Urlaubstage? Wie demütigend. Du musst fragen, wenn du weg willst. Ich finde, das ist ein Menschenrecht. Menschenrecht auf Spontanurlaub, so oft und so lange man will. Mensch, du kleiner Anarchist. Ben, pass mal auf, ich werde dir jetzt was erklären. Das wird dich vielleicht überraschen. Aber in der echten Welt, da ist es tatsächlich so, dass man nur in 28 Tagen pro Jahr machen kann, was man will. Da lohnt es sich ja gar nicht, die Koffer auspacken zu lassen. Naja, aber so lange hält man es auch gar nicht aus auf dem Campingplatz, oder? Ja, mein Dad hat ja seinen Angestellten angeboten, dass die einfach auf dem Betriebshof Urlaub machen. Ja, da können die zum einen die Campingplatzgebühren sparen und zum anderen sind sie immer abrufbar. Ist doch genial. Wasser, Strom und sogar Toilette hätte der einfach so for free zur Verfügung gestellt. Ja, ich meine, mit ihrem Gehalt, da kommen die ja kaum bis zum Alpenpass. Feiner Kerl, dein Dad. Ja, er meinte auch, dass die Azubis eigentlich überhaupt keinen Urlaub brauchen. Also, wovon auch? Die arbeiten ja gar nicht richtig, die lernen nur. Habe ich was Falsches gesagt? Robin? Meinst du, du kannst mir den Rücken machen? Ja, ich kann ja schlecht so weiß wie ein Proletarierkind auf die Yacht meines Onkels, oder? Der ekelt sich noch vor mir. Ah, ja, ich bezahle dich natürlich auch. Was ich so... Ach du. Lass mal. Ich mach dir das umsonst. Cool. Könnte kalt werden. Aha. Ich fang an, ja? Ja. Ja, fertig. Super. Danke. Du, und wenn ich dein Boss wäre, den einen Urlaubstag mehr würde ich dir schenken. Oh, nett. Danke. Ja.